Moin Moin und herzlich willkommen. Jürgen und ich sind heute wieder unterwegs im Wangerland, heute bei der Spielkoppel in Waddewan. Neben mir steht der Spielleiter, habe ich das richtig so gesagt, Axel Vogens. Ja, und der möchte gerne meine Lachfalten wieder ein bisschen auf die Probe setzen. Nicht ja. nur deine, sondern auch die unserer Zuschauer, denke ich mal. Ja, deswegen sind wir hier. Was habt ihr jetzt wieder geplant für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr? Ja, fürs nächste Jahr ist wieder geplant natürlich ein neues Stück. Schluderkram in Möllmannsgurden. Wenn man sich dann vorstellt, so Tratsch in Treppenhus, bloß in Gurden. Ah. Ne? Und Tratsch in Treppenhus kennt ja nicht jeder. Und unser Theater. Und in die Fastertsülwig löppt hier in Gurden auf. Ein Frau, die immer so Halbwahrheiten vertellen deit. Die nicht, eigentlich den Nachbarschaft immer im Betten kitzelt, damit sie noch im Betten mehr vertellt, was sie denn auch völlig verdreht, wer die anderen Nachbarn vertellt. So löppt das in Möllmannsgurden. Ui, 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 das gibt ja ordentlich heiße Diskussionen. Ja, siehste, Plattdeutsch, da sind wir wieder. Und ich hab verbockt. Ich bin nämlich auf Hochdeutsch, weil das liegt mir leider immer ein bisschen. Anfangen mit Hochdeutsch. Ja, ich bin anfangen damit. Hey, ja, komm, Schluss morgen, Edith. Ich melde mich noch nochmal, ne? Was wollt du, Dina Möllmann? Ach, Elfriede, jedes Mal, wenn ich die sehe, hast du dein Handy an Ohr. Ja. Du schaffst immer so ein Ding morgen, Lotten, wo du dein Handy reinstecken kannst, dass du das nicht mehr festhalten musst, ne? Herzlichen Dank für den Tipp, ne? Na, und was gibt denn bitte Schludern? Schludern? Ich? Ja. Oh, das tue ich nicht. Du, ich helfe die mal auf die Sprünge, ne? Du bist in Lorden und ich hab von dort Geburtstag. Oh. Und hier hab ich um 3 Uhr ob die 12. Wieso kommst du denn nicht? Och, Dina, du, das hab ich ganz vergessen. Herzlichen Glückwunsch zur Geburtstag, ne? Aber wenn man bedenkt, was hier los ist, ne, und wo wir miteinander umgegangen sind, ne, weiß ich nicht, ob wir hier zusammen feiern könnten. Könnt wie, Elfriede. Du weißt was, manchmal sagt man ja so Würden, die doch gar nicht hinhört, ne? Und hier, das weiß ich doch beide. Und ich kann vergeben und vergeben. Und du doch auch, ne? Naja, du kennst mich doch. Du das musst stimmt. Den Abend so ernst nehmen. Ja. Naja. Wenn dir das denn so wichtig ist, ne, dann komm ich noch einmal um einen Kaffee, aber gib mir ein paar Minuten. Ja. Wer bist du denn in Spöll? In der Spöll bin ich ein Obdachlosen, der Andreas Berger. Mhm. Ja, der Obdachlose taucht natürlich auch ab. Der Obdachlose, der sind obdachlos gut. Kriegt aber noch einen feinen Unterkunft wie der Schludertant von Möllmann und ist auch noch angehender Millionär. Da kommt auch noch Geld dabei. Ja, ich bin gespannt. Ab wann geht los, Bio? Die Premiere ist am 10.01. Nächstes Jahr, 2020. Und dann spielt wie am 11. Dann das wegen ein Trupp. Ja. Die Daten, müssen endlich alle in Zeitung werden. Ja. Und alle anderen, dann gebe ich dann nochmal nur die Premiere nochmal bekannt. Das ist wunderbar. Ja, da könnt ihr eins in Jevers Wochenblatt sehen und giftet auch wer Mui Aiden hier. Natürlich, und spießt die Orte, was wir jedes Jahr habt, das blifft auch so. Ja. Hier gibt er keinen Stuhl rein, hier gibt er Tisch rein. Ja, wunderbar, ich freue mich all. So, dann wollen wir jetzt nochmal eins vorstellen, wer de Bi ist. Axel, sag mir noch eben, wer bist du und was spürst du? Also mein Name ist Axel Vogen und ich spöll den Obdachlosen Andreas Berger. Ich bin Gabi Heenberger und ich spöll die Witwe Dina Möllmann. Ich bin Ina Gonitzki und ich spöll die Roswitha Müller. Ich bin Saskia Fiebig und spöll Pia Müller, der Heilpraktikerin. Ich bin Rosi Janssen und spöll Elfriede Kloster. Ich bin Peter Heenberger und ich spöll den Schriftsteller Hans Meiners. Ich bin Roland Eigen und spöll den Studenten Sascha. Ich heit Elisabeth Vogen und bin die Soufflöse. Die macht sich an ihm ran. Jawohl. Jawohl. Was? Genau so wär dat. Genau so wär dat. Wenn ich Sascha.
wenn ich dir das sehe, du. Was? Sascha, die war so müll von den ganzen langen Dach, ne? Ja. Und Roswitha hätte mir einfach nicht schlafen lassen, ne? Das ganze Leben musste hör vertellen, ne? Also, und so denn Mutters Krönung noch mit irgendein Bett schlafen, ne? Ich würde sagen, sie haben sogar vergewaltigt. Nee, oh. Ja, doch. Guck mal, sag, dass das Niveau ist. Du, dich scheinen mir in die Augen kommen, du. Aber ich muss jetzt sofort diese angucken. Insgesamt spielt hier Söben Lü mit. Wo die Korten haben, den Gift dat bi Wadewaderhof unter 04461-2412 de Korten to kommen. Ja. Dat is auch ein mooi Wieners Geschenk.